1892 wurde Max Zweig in Prosnitz in Mähren, im ehemaligen Österreich-Ungarn, geboren. 100 Jahre später, 1992, verstarb Max Zweig in Jerusalem. Max Zweig hat Zeit seines Lebens als Dramatiker, wo immer er war, stets in deutscher Sprache geschrieben und sich selbst als einen österreichischen Schriftsteller bezeichnet. Er hinterließ uns ein vielseitiges und beeindruckendes Lebenswerk. 22 Dramen, viele Prosaarbeiten und seine Selbstbiografie Lebenserinnerungen. Max Zweig, hochgeachteter jüdischer Dichter, strebte trotz selbsterfahrenen Leides Zeit seines Lebens nach Versöhnung und Toleranz. Dieser Film ist ein letzter Dankesgruß an einen von sehr vielen Freunden in aller Welt geliebten und verehrten Mensch und Künstler, an Max Zweig. Ich bin im Jahre 1892 geboren, stehe also im 100. Lebensjahre und habe das ungeheure Glück, noch körperlich gesund zu sein, jedenfalls ohne Schmerzen zu sein und geistig auch halbwegs auf der Höhe. Sie können sich denken, dass ich in diesen 100 Jahren sehr viel erlebt oder sagen wir miterlebt habe, dass ein unseliges Jahrhundert beinahe ununterbrochen fortgesetzter Kriege war und um die Umstürze, Revolutionen geradezu auf der Tagesordnung standen, so dass man eigentlich niemals zu einer seelischen Ruhe gelangen konnte. Ich bin in Prosnitz geboren. Prosnitz liegt in Mähren, das damals ein Kronland der österreichisch-ungarischen Monarchie war. In Prosnitz gab es zur Zeit, als ich geboren wurde, zwei Gemeinden, eine städtische und eine jüdische politische Gemeinde, die der städtischen ganz gleichgestellt war. In Österreich war der Stand der Juden verhältnismäßig günstig. Deswegen, weil es eben ein Vielvölkerstaat war, unter denen die Juden einen Teil gebildet haben. Zwar einen Teil, der sich sehr wesentlich von allen anderen unterschied, aber dennoch allgemein wenigstens gebilligt oder geduldet wurde. Mein Vater war ein sehr bekannter und beliebter Rechtsanwalt in Prosnitz, der ein großes Ansehen bei seiner Klientel besaß. Nach altem jüdischem Brauch war der Erstgeborene dazu bestimmt, den Beruf seines Vaters zu ergreifen, ähnlich wie bei den mittelalterlichen Gewerben, wo der älteste Sohn schon in der Wiege dazu bestimmt war, dem Beruf des Vaters zu folgen. Da dieser Grundsatz herrschte, kam ich in ein Gymnasium. In Prosnitz bestand nur ein tschechisches Gymnasium. Daher wurde ich in sehr jungen Jahren in das nächstliegende nach Olmütz gebracht,
wo ich 8 Jahre die Schule besuchte. Außerdem war es sehr vorteilhaft für mich, in eine größere und vor allem kulturell viel höher stehende Stadt, als es Prosnitz ist, nach Olmütz zu kommen, die eben eine Stadt alter Kultur und noch alter Bauart war und in jeder Beziehung kulturell Prosnitz sehr weit überlegen. So hatte es ein Stadttheater, welches 9 Monate im Jahre spielte und alle Gattungen des Bühnenwerkes brachte. Ich war ein sehr, sehr eifriger Theaterbesucher, da ich schon in der Kindheit ein großes Vergnügen am Theaterspielen gewonnen hatte. Wenn ich nach meinem künftigen Beruf, den ich mir wünschte, gefragt wurde, antwortete ich nicht wie die meisten Kinder mit irgendeiner Erfindung, die bei jeder Frage eine andere war, sondern ich antwortete ganz bestimmt und konstant, ich werde Theaterdichter werden. Im Olmützer Gymnasium war die Schichtung der Schüler sehr interessant. Wir waren ungefähr 40 Schüler in der Klasse, davon waren 6 Juden und 34 Nichtjuden. Aber unter den Nichtjuden waren nur 2 Vorzugsschüler und unter den 6 Juden waren 4 Vorzugsschüler. Dieser Zustand erregte natürlich Unmut unter der weniger begabten Schülerschaft. Und es war ziemlich unvermeidlich, dass das in einen gewissen Antisemitismus ausartete. Aber er blieb durchaus auf die Schüler beschränkt. Und ich muss zur Ehre der Lehrer sagen, dass ich während der ganzen 8 Jahre niemals auch nur eine antisemitische Andeutung von der Lehrerschaft zu hören bekam. Unter meinen Mitschülern waren 2, die eine gewisse Rolle in der Öffentlichkeit spielten. Der eine, Paul Engelmann, war ein jüdischer Mitschüler. Er war später in Wien eine Zeit lang Privatsekretär von Karl Kraus. Und er war ein Schüler von Adolf Loos, der ihn sehr hoch schätzte und förderte, soweit er konnte, und ein Freund, wenn man so sagen darf, von Ludwig Wittgenstein. Der zweite höchst bemerkenswerte Mitschüler, den ich im Gymnasium hatte, ist in die Weltgeschichte eingegangen, allerdings nicht in einem positiven Sinn. Das war Arthur Seyss-Inquart, der Sohn des Direktors dieses Gymnasiums und daher von den Professoren verhätschelt und mit besonderer Vorsicht behandelt. Ich kann aber über ihn nur Gutes sagen, welche Änderung dann in ihm vorgegangen ist, dass er eben ein radikaler Nazi wurde, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls war das eine merkwürdige Karriere, die glänzend war, aber auf dem Galgen endigte. Nach Abschluss des Gymnasiums kam ich mit 18 Jahren nach Wien.
ein von mir heiß ersehntes Erlebnis. Ich sollte dort Jura studieren, an der Universität studieren. Aber was mich anzog, war keineswegs die Universität oder jedenfalls nicht die juristische Fakultät der Universität. Ich besuchte hier und da Vorlesungen über Kunst- und Literaturgeschichte. Was mich anzog, war vor allem das Theater, im Besonderen das Burgtheater und die verschiedenen großen Galerien und Museen und die ganze Atmosphäre der Großstadt, die mir außerordentlich zusagte. Ich war sehr, sehr häufig im Burgtheater, das aber nicht mehr die alte Größe hatte, wie zur Zeit meines Vaters. Die großen Schauspieler, von denen mein Vater so begeistert war, waren alle, wenn sie noch lebten, uralt. Man verstand sie kaum mehr, wenn sie auf der Bühne sprachen. Aber es war immer noch weitaus das beste Theater, das ich kannte. Einer der wenigen Bekannten, den ich in Wien hatte, als ich dorthin kam, war Stefan Zweig. Stefan Zweig gehörte der gleichen Familie wie ich an. Sein Großvater und meine Großmutter waren Geschwister. Also die Verwandtschaft war nicht einmal sehr weit. Aber die Lebensverhältnisse waren natürlich so, dass ein richtiges Zusammenkommen oder gar Zusammenleben unmöglich war. Nicht nur, dass er 12 Jahre älter war als ich, so war er damals schon ein ziemlich bekannter, sogar sehr recht bekannter Mann. Einer meiner Onkels hatte ihm, noch wie ich am Gymnasium war, meine ersten schriftstellerischen Versuche zur Prüfung vorgelegt. Ich glaube, es hat sich um eine Novelle gehandelt, die im Mittelalter spielte. Und Stefan Zweig traf ein geradezu prophetisches Urteil. Er sagte, eine sehr starke, aber nicht zeitgemäße Begabung. Er wird es im Leben sehr schwer haben. Also er hatte wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Den Ersten Weltkrieg erlebte ich sozusagen vom ersten Tag an und bis zum letzten. Aber wofür ich heute noch Gott danke, ich kam nicht an die Front. Ich wurde wegen meiner allgemeinen Schwäche Kriegsdienst untauglich erklärt und verbrachte die meiste Zeit des Krieges als Unteroffizier in einem Spital in der Nähe von Olmütz. Ich wurde im Winter 1920 in Prag zum Doktor Juris promoviert und habe, wie ich offen sagen darf, von diesem Titel und was er beinhaltet, im ganzen Leben keinen Gebrauch mehr gemacht. In Berlin, wo ich von 1920 bis 1934 lebte, fühlte ich mich außerordentlich wohl. Ich muss sagen, es war die Stadt, in der ich am liebsten gelebt habe. Obwohl Deutschland geschlagen war und Wien zu einer Provinzstadt herabgesunken, wurde Berlin auf irgendeine ganz unerklärliche Weise zur kulturellen Hauptstadt Europas. Die
Es sah so aus, wie wenn die Intelligenz der halben Welt in Berlin aus einem ganzen, gar unerklärlichen Grunde zusammengeströmt wäre. Aber es ist tatsächlich so. Das kulturelle Element, das Berlin bot, war geradezu unüberbietbar. Es hatte die besten Theater auf der ganzen Erde, die Museen, die Bibliotheken, alles war auf der höchsten Stufe und es war alles den Bewohnern zugänglich. Die Stadt übte tatsächlich einen ganz und gar unerklärlichen Reiz auf. Außerdem muss ich feststellen, dass ich mich in Berlin niemals, auch nicht in der Zeit, als Hitler schon an der Herrschaft war, Antisemitismus begegnet bin. Ich war wohl auch deshalb so glücklich in Berlin, weil es die erste Zeit meines Lebens war, in der ich mich ganz meiner Arbeit hingeben konnte, ohne nach rechts oder links Rücksichten ausüben zu müssen und falschen Befehlen folgen zu müssen. Das andere, weshalb ich so glücklich war, war, dass ich dort meine Frau fand. Leider war ich gezwungen, Berlin, wo ich so gern gelebt hatte, infolge der politischen Ereignisse zu verlassen, für immer zu verlassen. Und ich hatte ja die Möglichkeit auszuweichen, da ich in Prosnitz noch eine Wohnung besaß. Eines der stärksten Erlebnisse des Prosnitzer Aufenthalts war meine erste Reise nach Palästina. Nach Palästina kam ich zum zweiten Mal für die Dauer im Jahre 38 und zu einem ganz bestimmten Anlass. Mein Freund Wachsberger, der mich schon das erste Mal eingeladen hatte, lud mich ein zweites Mal zu kommen, in der Aufführung meines Dramas »Die Maranen in der Habima« beizuwohnen. Ich folgte dieser Aufforderung sehr gerne und das war natürlich meine Lebensrettung, denn ich wäre später kaum noch aus Europa weggekommen, wenn nicht bei dieser Gelegenheit. Die Maranen, die in der Habima aufgeführt wurden, behandelten ein damals überaus aktuelles Thema. Sie zeigten nämlich, wie es den Juden unter den Nichtjuden in Spanien ergangen ist und wie es 300 oder mehr Jahrhunderte später den deutschen Juden ergangen ist. Sie fühlten sich, die Juden, fühlten sich vollständig sicher, als ganz unerwartet das Verhängnis über sie hervorbrach, in Form der Inquisition, die gegen sie eingeführt wurde, und sie dasselbe Schicksal erlebten, das sie schon vorher in anderen Ländern erlebt hatten. Eine der wichtigsten Persönlichkeiten, die ich in Palästina bald nach meiner Ankunft kennenlernte, war Max Brod. Wir wurden sehr gute Freunde und er tat für mich alles, was ein Kollege für den anderen tun kann. In Palästina ging es mir während der ersten Jahre so gut wie noch niemals im Leben. Es gelang mir tatsächlich, durch eine lange Reihe von Jahren hindurch jedes Jahr ein Drama zu schreiben. Also der höchste Lebenswunsch, den ich hatte, ging mir in Erfüllung.
Ich tat mich zusammen mit meinem Freund Paul Engelmann, über den ich schon erzählt habe, und wir nahmen eine Dachwohnung, die aus Zimmer und Küche bestand. Mit dem Engelmann lebte ich ungefähr 40 Jahre zusammen bis zu seinem Tod. Das Haus, in dem wir wohnten, Achata Am 90, war ein einstöckiges Haus, auf dessen langem und breitem Dach eben eine Einzimmerwohnung war. Das Haus steht heute noch, aber es ist völlig verwahrlost und unbewohnt. Diese Wohnung behielt ich so lange, bis ich meine zweite Frau, Wilhelmine, die als Harfenistin des Jerusalemer Symphonieorchesters wirkte, darauf bestand, dass ich eben zu ihr nach Jerusalem ziehe, was ich mit größter Freude tat natürlich. Die Möbel, die ich besaß, kamen dann nach Jerusalem, wie ich herzog. Nach dem Tode meiner Frau Margarete, die mit 93 Jahren starb, oder so, konnte ich Wilhelmine, mit der ich schon einige Jahre in Israel zusammengelebt hatte, heiraten. Es ist eine nach den israelischen Gesetzen nicht anerkannte Ehe. Sie blieb als überzeugte Christin ihrer Religion treu. Ich blieb, was ich immer war, ein Jude. Und trotz dieses großen Glaubensunterschiedes führen wir die denkbar glücklichste Ehe und geben denen, die es sehen wollen, ein Beispiel dafür, wie wohltuend und beglückend Toleranz im Leben ist. Musik.